Und los. Wollen Leute schon da rein? Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Dead Island Riptide. Und die Leute hier, die können einfach nicht warten. Die wollen einfach in Türen einbrechen. Nee, wir haben Hunger. Ja, wir haben Hunger. Ich mach jetzt nicht und. Nee, wir haben keinen Hunger. Du hast Hunger. Ja, ich esse ja auch gerade. Ja. Kapitel 2, gut. Ich hab ja schon. Es gibt einen Weg. Wohin? Das weiß ich nicht. Aber das wäre jetzt richtig scheiße. Ich kenne den Weg, schwer ist. Wenn man den Ton Weg einstellen müsste. Es gibt einen Weg von deinem Mund in deinen Magen. Oh, Gegner. Hallo? Sowieso dunkel, oder? So, du weg? Ja, ja. Ach. Ah! Also Schläger, Schläger! Okay. Moment. Wechselstrom, Netzteil, Elektronikplatten habe ich gefunden. Cool. Und da ist er weg. Ja, ich hab irgendwas gefunden, ich glaub, was ist doch der, was wir noch nicht finden durften. Nutzen wir mal eine Runde, bevor wir das weitergehen. Ja, ich glaub, wir sind hier irgendwie falsch gegangen. Ich glaub auch. Egal. Aua, ich bin gleich tot. H bitte. Danke. Oh, hier geht's aber echt einiges ab. Okay. Das sind zwar nur normale Gear, aber... Aber es sind viele. Genau. Geht gar nicht so Aluminium, was. Aluminiumrohr. Wie? Ach, und nicht vergessen, mit T können wir. Spitzhacke, brutale Diamant. Ja, genau, nö, aber. Wo ist die Mod? Hier. Liegt direkt Stuhl. Neben der brutalen Spitzhacke. I, das ist ja Stuhl. Da ist das, sehe ich. Das, ach, da hin? Ja, auf dem Stuhl. Genau. Stuhl Nummer 2, bitte. So. Mach mal die Tür hier auf. Mach die Tür auf. Das kann man doch in einem mal schaffen. Ich hab das nicht, wo ich das machen darf. Yay! Oh, da kommen Gegner. Scheiße, die hat mich. Hilfe! Hilfe! Andere Seite, Hilfe! Hilfe! Was wo? Hilfe! Wo, Mann, im Raum? Mach die Tür auf! Ich bleib bei. Ja, nicht die Tür auf. Wie sozial ihr seid, echt? Ich bin gekommen. Ja, aber ich kann hier ja PC nicht alleine. Nein, das ist was anderes. Ja, PC kann man nicht allein lassen, aber in einer Wiede kann man allein lassen, macht ja nix. Wie sozial. Ja, aber hier ist nix. Seht ihr gerade Ausgangspunkte? Wo bin ich gerade mit allen Farben? Ja, bei die Farben auch. Ein bisschen. Ja. Hast du echt bei Riptide auch wieder einen Mod drauf, oder? Nee, ich hab nicht gefunden, wo die Riptide-Echse ist. Von Steam, und da hatte ich dann keinen Bock mehr drauf, irgendwie. Weil so viel mehr hole ich halt aufs Spiel jetzt auch nicht raus. Wäre halt so ein bisschen sauber von Farben, aber. Ja, dafür siehst du halt teilweise gar nicht. Hey, mehr. Das war mein Wurfmesser wahrscheinlich. Ach so, sorry. Das aber ich so glaube, viel. Ich bin mal ganz. Nee, war nicht. War zwar glaube, irgendeine Waffe von mir, aber. Hier müssen wir irgendwann nochmal hin, kann das sein? Da ist, guck mal, ein Messer. Könnte. Kannst werfen. Also fahren lassen. So. Weil ich glaube, Hab fahren gelassen. Ja, das sieht mir auch nach irgendeiner Arena. Ja, oder Quest aus. Oder so, ja. Ja, und ja, da der Kapitel. Es war auch sehr. Geh mal raus. Ja, geh mal raus. Das ist bestimmt irgend so eine Quest, die hier kommt. Ich hätte sich auch mal, dass wir nochmal hier hin müssen. Weil besonders, wenn ich schon B drücken kann, um zu euch zu kommen, das hat schon was Besonderes. Dann wollen die, dass du schnell da rausgehst. Aber ganz schnell. Wieso lädt er jetzt so lang? Er muss die Zombies wiederbringen. Nee, bin da. Hat irgendwie lang gedauert, aber. Guck, was ist. Aber ich kann man auch nicht alleine lassen. Nee. Alles nur, böse Buben. Ihr aber Lümmel. Ich bin ja gespawnt, das ist ja. Okay. Raus aus meinem Sumpf, ja, ihr frechen Lümmel. Kitzelattacke, schön. Du bist aua, nicht umhauen. So, was ist denn da jetzt auf der Karte? So. Ich ja, fällt mir auch gerade ein, haben wir eigentlich auch noch die. Na, wir haben wieder all die Hauptquest angewählt. Vermutlich. Nee, das ist ja neben uns. Wir können eigentlich so laufen. Kommt, folgt mir. So, da geht's hin. Ich treffe den dreimal kritisch oder sowas. Der stirbt nicht. Ja, das war aber auch mit den Wurfwaffen. Also müssen wir, glaube ich, hier runter.
Also muss man doch hier runter. Ist kühle nass. Ich will da drüber springen, so. Wartet mal, ich möchte auch mal skillen. Ja. Hinter die PC? Ja, ich hau mal gerade so ein paar Betrunkene um. Da, ups. Mehr Ausdauer, das brauche ich. Komm, komm, komm. Klappe, Klappe, Klappe. Und sterben. Auch bitte, Dankeschön. Da ist, glaube ich, noch eine Wasserleiche. Naja, bist du zum Attacker? Ja. Naja, war ne. Achso, doch, da ist sie. Da braucht wieder einer Hilfe. Wieso? Ich glaube, der winkt einfach nur gerne. Ja. Geh mal hier hoch. Der neue Tanz. Oh, da ist auch eine Wasserleiche, Jungs. Hilfst dann, Lai? Ist jemand auch bei mir oder nicht? Ich bin gerade bei Euka. Ich auch. Alle sind bei mir, alle wollen bei mir sein. Ah, oh, ein Küchenmesser. Ich geh mal gerade hier hoch. Na, ah, die lebt ja noch! Hilfe! Ja, Stanley weint hier gerade rum. Oh, hier gibt's was zum Looten. Ja, auch andere Zombies. Ich räume hier auch mal gerade ein bisschen auf. Die gehen ja relativ schnell hier, die Wasserleiche. Euka, die hat immer noch gelebt. Nur so. Ich weiß. Ich hab sie dir aber überlassen. Oh, eine Wasserleiche? Ja. Seid ihr jetzt bei mir? Nein. Gleich. Ich bin bei der Wasserleiche. Ich mach mich gerade auf den Weg zur Wasserleiche. Bei meiner Wasserleiche. Auf der anderen Seite, ja. Ich seh dich ja. Das ist auch normale Zombie. Klingenwaffenfertigkeit 2. Au, 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 ich geh gleich drauf. Ich auch. Die Wasserleiche auch. F. Oh Junge, steck doch Piese. Hier unter der Dingsen. Ja. Okay, such auf der grünen, auf dem grünen Bereich nach der Mission. Okay. Das kennen wir ja. Ja, auch schon von Borderlands. Aber wie gesagt, ist ja vom gleichen Entwickler. Ich muss mal zurück. Hä, was ist denn da los? Borderlands oder da? Ja, beides von Gearbox. Ach, deswegen spielt es jetzt ja auch so ähnlich. Nur dass Borderlands halt nicht ganz so langweilig ist, was die Nebenmissionen angeht. Und da halt ein bisschen mehr Spiel wird. Junge, kommt da ein bisschen runter? Jetzt komm! Also Wurfwaffen bringt es überhaupt nicht. Ich hab irgendein Quest-Objekt gefunden. Jetzt. Boah, die hat voll geleckt, die Alte. Wie eine Heizung. Ach, jetzt kann ich genagelt machen. Sehr gut. Der eine leckt, der andere nagelt. Wie schön. Also. Hey, die Leiche, der Zombie hat geleckt. Wurfwaffen bringt's überhaupt nicht. Drin. Wie kommt man zu euch rein? Klebeband. Du musst da auf der einen Seite und kannst du da die Kisten hochklettern. Selbstmörder! Fuck! Sorry. Hast du es nicht überlebt? Nein. Ich hab aber kein Medikit mehr. Sorry. Danke. Ja, ich glaube, so viel hätte ich hier eh nicht verloren. Ach, warte mal, ich hab hier Drück. Kann ich mich eigentlich mittlerweile auch selbst heilen, wenn ich am Boden liege? Ich glaube eher nicht. Müsste ich mal testen. Leider nicht. Oh, ne Fackel. Hier ist eine Aufzeichnung. Ja, ich hab auch eine. I got everything I can. Ah, ich habe die Aufzeichnung hier unten gefunden und... Wo war die andere? Oder war das die? Ja, das war die, schätze ich mal. Fackel. Geld, das schon eher. Noch mehr Geld. Okay, das sieht auch interessant aus. Nee, du hast gerade was gebastelt. Das sind die Nageln auch woanders. Interessant. Okay. Da war wieder eine Tonfa. So, gut. Da müssen wir hier gelaufen. Wo müssen wir denn jetzt weiter? Ich hab keinen. Ich glaube, wir haben es jetzt. Warte mal, elektrisierend. Rede mit so. Wir haben beide gefunden. Wir müssen wieder zurück. Zurück? Hm? Ach, waren das die Drähte? Okay. Genau. Ja, das waren die Drähte hier. Kommt auch gut, weil ich muss mal dann verkaufen. Ich glaube, ja, gut, ich sammle ja eigentlich selten was auf, was ich nicht gebrauchen kann. Ich bin jung und brauch das Geld.
Ich will mich hier nicht prostituieren. Dafür bin ich viel zu hübsch. Machst du das, wollen wir mit dem Typen da oben reden? Weil ja, Ladyboy, genau. Und ich du, jetzt sind wir gerade schon mal da. Ja. Ihr so kennt's ja. Ladyboy, ja, ich weiß. Wenn wir es nicht tun, vergessen wir es sowieso. Ja. Ja, wir können auch gerade reden, ist doch eh fertig. Das haben wir ja schon gemacht. Scheiß Kurzzeitgedächtnis. Was hast du gesagt? Ich hab's vergessen. Ja. Wer bist du? Ohne Batterie. Warum spielst du mit mir? Wie, wir spielen. Wer ist wir? This is for you. It's not much, but it's everything I have. Ja, ich hab nichts bekommen von dem. Ich auch nicht. Aber wahrscheinlich Geld und XP. War vorhin ja bei dem Mugamba auch schon. Ja, so. $4000. Okay. Ja. Ja. Mit dem schön aufgemalten Bart. Wo müssen wir denn jetzt nochmal lang? Ja, wieder zurück. Aber guck mal doch da vorne, was da ist. Deinem Haus? Ja. Gut. Dr. Haus. Glenn Matthews. Ach komm, ey! Erster. Wo ist denn der eine schon auf wieder? Arschglotze. Du willst. Ich will nur, dass du mir auf den Arsch klotzt. Ja, sag ich. Oh je, ich bin in die andere Richtung gegangen. Ja, ich seh's grad. Natürlich. Ey, hier wird man auch mit den Dings, cool. Mit dem Werk. Bergbank zugeschissen ja. Bekommen. Ziemlich, ja. Ja, bist du irgendwie reingekommen? Nee, du? Nee, sah grad nur so aus von der Seite. Wieso wird. Halt. Achso, ich glaube, ich. Ah. Dachte gerade, warum wird mir jetzt immer angezeigt, ich soll mich heilen, aber es war nur so ein Fitzelchen über. Ach, guck mal, da ist noch so einer. Ja, stimmt, der hat glaube ich auch noch einen Auftrag für uns. Ja. Ich glaube, rein kann man hier was auch. Was hast denn du gelootet gerade? Alle haben irgendwie was gelootet, ich finde aber nichts zum Looten. Wird aber auch nicht viel. Ja. Ich geh mal zu dem Typ da hinten. Ja, ich versuch grad auch. Platsch. Ah, jetzt jammer hier mal nicht rum. Die sind da irgendwo. Red mal mit ihm. Ja, ich bring grad mal die. I was filming my next movie here. And shit. This goddamn thing has been cursed from the start. The crew is still at the set. We were shooting this horror movie, see? And then those things attacked. Christ. I had to leave them. Anna and Mark. Wait. The camera. You've got to recover my camera. How can I help you? Go to the set. Find my crew and recover the camera. Will you do that for me? Genre Horror Slasher, besorge Ausrüstung von einem Film. Seit Schwierigkeitsgrad 3 Totenköpfe, XP 2 Sterne, Belohnung Bronze, Schlagring. So. Jetzt starten wir vielleicht später, was haben wir gesagt? Was machen ja, wir? Ja, mach. Nimm einfach mal das andere. Okay. Genau. Das ist ja eh nur eine Nebenquest, also. Ja. Später können wir dann halt so nach und nach abfrühstücken. So. Ich finde es übrigens sehr praktisch, wenn man während einer Zombie abkommt, bis ein Horrorfilm dreht. Das spart Budget. Ja. Und Schauspieler. War mal da genau. Vorne? Das Problem ist aber nur, es fehlen die Einnahmen. Ach. Die Zombies gucken sich das bestimmt an, so als ist dann mitten im Leben für Zombies. Ist dann wie Charlie Chaplin, so eine Parodie. Genau. Wohin geht ihr? Nach Hause. Ja. Wenn die Assi Zombies. Irgendwie kann ich nicht rennen. Sich das anschauen, um nicht mehr ganz so assig sich zu fühlen. Könnt ihr nicht oder sich nicht mehr ganz so assig zu ich fühlen. Ich kann nicht so. Im Wasser rennen. Ja, das macht Sinn. Aber ich glaube, das ist auch noch eine Quest, wenn mich nicht alles täuscht. Und eine extra Quest hier, der Bungalow. Ja, gehen wir, sollen wir jetzt machen oder willst du es später machen? Da steht auch immer, da steht auch dieses Portal dran. Das ist ein anderes Gebiet auf jeden Fall. Achso, das hat mir, wo ich gerade bin. Ich nehme noch Sachen rum. Aufzeichnung! Hat nicht die Aufzeichnung. Haben wir dir aber gesagt. Oder echt? Haben wir aber allgemein gesagt, ja. Ja, selbst ich hab sie. Achso, ja, genau. Genau, selbst der einer wie hat sie gefunden. Boah. Aber warum gehen wir hier wieder rein? Keine Ahnung. Ahnung, ich bin ein Herdentier. Ja, nee, bei mir da... Ich habe keinen eigenen Willen. Ja. Was wollen wir jetzt abgeben? Die Quest. Mit den Autobatterien und dem Strom. Okay. Zombie. Wenn Zombies denn da sind, kann es schon mal grundsätzlich nicht falsch sein. Kann man schnelle Reise irgendwie vornehmen? Ja. Achso, nee. Das ist wir haben keinen Ausgangspunkt. PC! Nein! Doch, wir können da... Das Dorf ist ja auch ein Punkt.
Ja, aber wir brauchen doch wir müssen doch selber eine Schnellreise haben, damit wir... Ja, da von uns, in diesem, Simakani-Rest. Bungalow. Das können wir doch machen. Ja, ich glaube, in dem Bungalow, das wird nochmal irgendwie eine extra Quest an... Oder dafür brauchen wir eine extra Quest, dass sich das dann... Richtig triggert. Ja. Wohin geht ihr eigentlich? Zum roten Ausrufezeichen geht's in eine andere Richtung, oder? Oh, Wasserleiche. Mitten im Sand? Ach komm. Ach was, das ist also meine Herausforderung. Und weg. Das ist eine Sandleiche. Oh, du bist ganz rot, Euka. Ich bin ganz rot, voller Blut oder was? Nee, hier im Rasereimodus. Ich hab gar keinen Rasereimodus angemacht. Aber ich. So, deswegen, ach so. Ah, jetzt hab ich's verstanden. Sind wir überhaupt richtig? Ich hab euch aber vorhin schon gesagt, dass ihr falsch seid. Wieso, hier geht's auch lang? Ja, gut, das wäre nicht der direkte Weg. Aber wenn wir hier weitergehen, Euka, kommen wir zu dem Auto. Genau. Hä? Ich bin natürlich ganz falsch irgendwie, aber okay. Ich konnte gerade den Sprungangriff machen. Ja, dann mach ihn doch. Nee, ging nicht, du hast den Gegner geschlagen. Ah genau, hier war da, wo wir vorher nicht vorbeikamen. Ja. Also hab ich mit dem Auto. Ahnungslos genau. Gut geleitet. Aufdauer? Kannst du wahrscheinlich eh wieder loopen? Ach, hier sind wieder Zombies. Oha, ein Schlag. Wow! Ist auch platt? Nö. Fast. Danke. Voll platt gemacht, wie alt. Ob ich so bei ein paar lächerlichen Zombies sterben würde. Ich sterbe nur, wenn ich irgendwo ins Wasser falle oder so, oder in Jump-Run-Einlage mal wieder fahre. Verkacke. Ja, vermutlich. Meins. Au. Ah, ich hab schon keinen Platz mehr. Ja, bis ich da bei euch bin, das könnte ein bisschen dauern. Wow, das gab irgendwie mehrere Schäden, also. So, schön. Brav. Ich muss mich hier gerade mit Früchten und so hoch heiden noch. Naja. Hier ist noch. Oh Gott. Eine Frucht, noch eine Frucht, noch eine Frucht. Wo bist du denn her? Auch am Messer. Mein Gott, in der nächsten Pause muss ich mal meine Waffen durchchecken. Oh, ich hab so ein Wurfmesserzeug aufgenommen, warte mal. Tauchermesser. Also ich habe ein gut ausbalanciertes Wurfmesser, das ist... Oh, ich habe einen Inselführer gefunden. Bist du denn? Ganz falsch. Ja, du bist da, wo wir vorbeigefahren sind mal. Ja, ja. Damals. Damals sind noch hier. Da können wir ja eigentlich schon nochmal rein, ne? Loot. Dauert ja noch, bis die Medu wieder kommt. Wir können auch den Inselführer mitnehmen da hinten bei ihr. Wo ich denke, wir kommen da hinten eh nochmal vorbei. Eben. Hier, die Sachen haben sich auch wieder aufgefrischt. Das Ganze wieder in neue Looten gehen. Sache, das meine ich ja. Ja. Bis die Melo hier ist, dauert es ja ein bisschen, dann kann ich was machen. Jo, mach das. Klar. Ist aber auch eh gerade noch 2 Minuten. Ja, das heißt ja nicht, dass wir da hier nicht mehr looten können. Nein, wir können nur außerhalb der Folgen looten. Okay. Die kann ich nicht öffnen. Türsteher freigeschaltet. Cool. Hier liegt im Gebäude auch was und da ist so ein Explodierezeug. Schmidt und Ich glaube, das war das, wo du vorher letztes Mal die Sache von wegen einer wie gegen 4 hattest. Ja. Also wirklich 4. Hast du ihm nicht geglaubt, ne? Wer glaubt nicht? Nee, die Zombies waren ja tot das letzte Mal, als ich hier rein bin. Ja, ja, hast du mir nicht geglaubt, dass da welche sind. Jetzt glaubst du sie. Okay. Ja, ich hab sie ja auch alle umgebracht. Ja, ja. Ja, ich hab mir einen Molotow reingeworfen. Ja, ich nicht. Ach, Molotow ist doch langweilig. Nicht, wenn du einer wie heißt. Mach das sogar hier mit meinen
Ach, im Übrigen, Vorsicht an dem Gitter, es explodiere. Ja, hab ich gesehen. Wow, scheiße. Ich bringe ihn zum Explodieren. Ja, und mich. Wow, so. Scheiße. Scheiße. Dann machen wir hier mal einen Folgenstopp. Hilfe. Und ich habe keine Medikits mehr. Ich habe keine Medikits mehr. Deswegen auch drauf. Und sehen uns dann beim nächsten Mal hoffentlich wieder. Bis dahin. Ich bin auf dem Ciao. 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 Tschüss.